In unserer Reihe Spirituelle Lesezeit stellen wir Ihnen Navid Kermanis Ungläubiges Staunen vor. Navid Kermani ist Schriftsteller, Publizist, Orientalist und erhält in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Ungläubiges Staunen, das trifft nicht nur auf Navid Kermani zu, sondern scheint mir viele religiöse Menschen unserer Zeit zu kennzeichnen. Sie teilen nicht mehr den gesamten Glauben des Christentums, aber sie sind weiterhin religiös affin, sie sind staunend unterwegs und sie lassen sich berühren. So wie Kermani, der von sich selber als Ungläubiger oder Andersgläubiger spricht, denn er ist in der muslimischen Religion beheimatet. Was ihm gefällt am Christentum, das ist das Bildhafte und das Sinnliche und deswegen hat er 50 Bilder ausgewählt aus der christlichen Kunst. Viele sehr alte Bilder, aber auch neue, wie zum Beispiel die Richterfenster im Kölner Dom. Ich finde am interessantesten die Beschreibungen, wenn er Parallelen feststellt zwischen der christlichen Religion und häufig der islamischen Mystik. Aber genauso interessant sind auch die Unterschiede und die Differenzen, wo er sich schwer tut mit dem Christlichen, zum Beispiel mit dem Kreuz. Ungläubiges Staunen. Vielleicht die neue Art, religiös, christlich und muslimisch zu sein.